So, herzlich willkommen zurück zu Roto 1100. Es geht weiter. Natürlich, ihr kennt es von mir. Immer wenn ich sage, es geht weiter, geht es auch wirklich weiter. So ist es. Ich habe, muss ich leider gestehen, ein paar Tage nicht aufgenommen. Ungefähr eine halbe Woche sogar. Also relativ lange. Es kann durchaus sein, dass es heute nicht mehr die gewohnte Qualität ist, die ihr kennt. Aber das ist dann halt so. Ich muss jetzt vielleicht erstmal wieder ein paar Tage reinkommen, dass, kann sein. Werde ich, kann ich nicht ausschließen zum jetzigen Standpunkt, Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es eine gute Partie geben wird, in der wir eventuell ja doch sogar eine kleine Chance auf Sieg haben. Wir haben momentan ein Elo von 1084. Ich habe darum natürlich den Wikipedia-Artikel mal wieder aufgemacht und kann euch sagen, die ersten urkundlichen Erwähnungen dieser Zeit waren Eindorf, Lühen, Oberkirchach, Ogelshausen, Paist und Wolfach. Und insofern ist es natürlich eine tolle Sache, dass wir jetzt die sechs Städte hier haben. Ich meine, alleine Paist war bis 31. Dezember 2012 eine politische Gemeinde im ehemaligen Kreis Schanfigg, Bezirk Plessur des Kantons Graubünden in der Schweiz. Also, was wären wir ohne die? Wurde danach fusioniert. Wie ihr kennt die Geschichte, ne? Ist ja klar. Wir legen los. Wir legen los. Ich muss ganz ehrlich sein, ich erwarte keinen Sieg und schon gar nicht gegen den 1140er. Also wirklich mal wieder das Schwerste, was möglich ist. Wir würden 9 Punkte kriegen, wenn wir gewinnen, aber ich glaube, eine Niederlage ist fast wahrscheinlicher. Beziehungsweise ich glaube es nicht, ich bin mir ziemlich sicher. Also ich mach mal so. Trotzdem, ich habe in der Vergangenheit oft den Fehler gemacht, dass ich diese Leute direkt für zu gut gehalten habe. Und das sollte ich, glaube ich, lassen. Weil es gibt doch immer noch eine Chance, ne? Also, es kann alles passieren. Ich glaube, das habe ich ganz gut gekontert. Naja, geht. Jetzt kommt der mir in die Ecke. Nochmal sowas. Und sowas. Ja, langsam entfaltet sich das Ding. Ich denke, ich habe es noch nicht direkt verkackt am Anfang, aber also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde schon krass, dass jemand mit dem Rating mit mir, wie sagt man, gematchmaked wird, wie auch immer, das gleiche Matchmaking hatte wie ich. Ja, krass. Hätte ich gar nicht so erwartet. Was hat er da oben vor mit dem Turm? Das verstehe ich noch nicht ganz. Verstehe aber auch nicht so ganz, was ich vorhabe. Greift den hier an. Er kann natürlich tauschen, ist gar kein Thema. Aber meine kleine offensive Spitze. Das sollte ich riskieren. Jetzt schlägt er hier rein. Nee, kann er nicht. Jetzt ist alles gedeckt. Muss ich mir keine Sorgen machen. Ich werde jetzt versuchen, den hier irgendwie zu positionieren, um dann mit einem Schritt nach vorne, ja, das Ganze ein bisschen besser gestalten zu können. Geh mal hierhin zurück, dann sind die wieder gedeckt. Ihr kennt ja das Spiel. Das ist jetzt natürlich nicht so gut, weil das macht meinen Plan komplett zunichte. Also zur Tochter meines Bruders macht es diesen Plan. Trotzdem werde ich natürlich probieren, Gas zu geben. Wie weit auch immer. Ich roch hier einfach mal. Bis jetzt sieht es, wie gesagt, gar nicht so schlecht aus. Trotzdem, ich habe keine Erfahrung gegen so gute Gegner. Ich glaube, ich habe noch nie gegen so einen guten Gegner gewonnen. Es ist also
etwas unwahrscheinlich, dass es heute was wird. Mal gucken. Okay, jetzt kommt hier so eine Achse. Also was er vorhat, ist hier, hier. Na gut, die sind geschützt, ne? Also warum nicht? Oder ich gehe hier rein. Ich schlag hier sowas. Ich zeichne das mal ein, damit auch irgendjemand eine Chance hat, hier was zu verstehen. Dann käme er. Die wären dann weg. Dann würde ich schlagen. Das würde er ja nicht machen. Das würde er ja nicht wagen. Okay, er macht diese Nummer. Ah, mein Springer ist komplett aufgeschmissen gerade. Bei ihm hängt auch keine Figur, also da siehst du den Profi wirklich. Ich gehe hier hin, Schlag, 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 Schlag. Ja, das klingt doch vernünftig. Wobei, dann macht er hier en passant, ne? Das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber er macht zack, 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 zack. Sowas vielleicht? Na, ich hoffe, das geht auf, ehrlich gesagt, diese Rechnung. Ich glaube nicht. Ich schlag, er schlägt. Ich schlag, er schlägt. Das Feld ist eh nochmal von dem gedeckt, also schwierig. Aber gut, das Feld ist auch von mir gedeckt. Jetzt muss ich nur hier vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. So was. Damit ich den hier noch ein bisschen im Blick habe. Dann kannst du hier rumunterschlagen, wie du willst. Ja, doch, kann ich. Kann er. Also bis jetzt noch kein katastrophaler Fehler ist mir da unterlaufen. Denkt einen Moment nach. Das ist natürlich auch nicht das Schlechteste, wenn man diese Leute zum Nachdenken bringt. Das ist ja nicht so oft der Fall. Leider. Ich sehe gerade eventuell, also ganz hypothetisch gedacht, wenn ich hier hingehe und er irgendwie auf diese Reihe käme, dann könnte ich hier Matt setzen. Das wird nicht passieren. So, jetzt muss ich schlagen. Richtig. Ja, definitiv. Jetzt kommt er natürlich hier und macht Quatsch. Was hat er denn vor? Er will wahrscheinlich hier Druck machen. Der steht jetzt irgendwie blöd, ne? Der Läufer nervt jetzt doch ein bisschen rum. Ja, aber ich tausche und alles ist gut. Oder habe ich Unrecht? Meine, ich habe recht. Und ich kann ihm jetzt auch Ärger machen. Also, ich habe es doch hier gerade unter Kontrolle noch, oder nicht? Oder sehe ich gerade was falsch? Irgendwie sieht das gefährlich aus, aber ich check nicht ganz warum. Oder seht ihr es? Wahrscheinlich seht ihr es längst. Aber wo kann er denn hin? Na, er will wahrscheinlich hier jetzt Doppeldruck drauf machen.
Der nervt natürlich schon rum. Also das schon. Aber was soll ich denn machen? Mach mal sowas, dann kann ich vielleicht mit dem hier irgendwie. Und man muss ein bisschen aufpassen mit Grundlinienmatt tatsächlich. Vielleicht einfach mal hier einen faulen. Er hat tatsächlich nicht rochiert. Das ist tatsächlich eine interessante Methode. Spricht dafür, dass er sehr offensiv spielt und gar nicht davon ausgeht, dass er überhaupt in Gefahr kommen könnte. Und genau das muss ich ausnutzen. Diese Schwäche. Die habe ich jetzt perfekt analysiert und jetzt geht es natürlich darum, hier irgendwie gut zu spielen. Jetzt rochiert er gleich. Okay. Ich mache einfach sehr oft, aber ich denke nicht wirklich nach. Ich könnte. Ja, er wird gleich rochieren. Ja, er wird gleich rochieren. Aber trotzdem. Ich drohe einfach mal matt. Nein, wir springen ja lol. Matt ist das nicht. Es hat auch nichts mit matt zu tun. War das dumm? Wenn er jetzt hier hinten. Ja, es war dumm. Wenn er hier hinrückt. Oh mein Gott, bin ich dumm und unkonzentriert. Das ist halt, wenn man ein paar Tage nicht spielt. Dann hat er mich hier doppelt. Beziehungsweise den auch noch unter Druck. Oder? Nein. What the fuck? Ist der dumm? Wenn ich hier hingehe, ist es doch eine Springergabel. Seriously? Oder bin ich gerade dumm? Dann habe ich doch ihn und ihn. What the fuck? Was geschieht gerade? Wieso hat er das gemacht? What the fuck? Ich habe gerade eine 1140er Gespringergabel. Das kann nicht wahr sein. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Alter, ich krieg's wirklich nicht. Ich glaube das einfach gerade nicht, was hier passiert. Ich meine, das ist doch real gerade, das ist doch kein Traum. Ich muss jetzt wirklich aufpassen mit Grundlinienmatt. Was hat er vor? Will dahin. Hä? Nee, das macht keinen Sinn. Sehe ich irgendwas nicht? Nee, der kann doch nichts machen. Alter, das ist doch unglaublich. Dieser Damenzug macht gar keinen Sinn. Ich mache das hier, damit ich nicht grundlegend matt gehe, ne? Aber der hier ist der nächste. Ich kann nicht glauben, was gerade los ist. Ich kann es nicht glauben. Das ist ein 1140er. Und ich nehme ihn mit einer simplen Springergabel aus dem wirklichen Hanebüchener Springergabel aus dem Geschäft. Wo kann der hin? Hier hin? Hierhin? Markiere einfach mal kurz alles. Ich mach dem mal Druck. Gott, ich habe auch große Angst, jetzt natürlich noch einen Fehler zu machen. Das wäre nicht gut. Alter, als ob ich gewinne gegen so einen Typen. Mit einer dummen Springergabel. Das war doch locker eine Taktik oder so. Er geht zurück.
Ich habe echt Angst, noch einen dummen Fehler zu machen. Ich sehe gerade nicht, wie das passieren soll. Ich kann ihn, by the way, Schach setzen im nächsten Zug. Auch das ist gar nicht schlecht. Aber er gibt nicht auf. Also, eventuell denkt er, ich mache auch noch einen großen Fehler, was sehr gut sein kann. Ich will ihn da gar nicht. Kann ihm da nicht die Angst nehmen, wie auch immer. Okay, was kann ich jetzt machen? Schach setzen würde wenig bringen. Ich hole mir den Bauern. Ich hole mir einfach den Bauern. Das ist doch unglaublich, oder? Jetzt kommt er hier um die Ecke. Ja, da tausche ich ein bisschen, ne? Oh Gott, ich hoffe, das macht Sinn. Ich darf jetzt nicht schlagen, natürlich. Das wäre sehr dumm. Langfristiges Projekt, den natürlich durchbringen. Okay, jetzt ein Schach. Aber was soll das bringen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, der Zug ist der nächste naheliegende. Jetzt muss er den natürlich schützen. Es ist plus 10 gerade, ne? Nur um das mal vor Augen zu führen. Ich führe nicht knapp gegen so einen Typen. Eigentlich ist es entschieden. Wenn ich jetzt konstant gute Leistung bringen würde, dann wäre das eine entschiedene Partie. Ich darf, muss auch auf die Zeit achten, aber eigentlich, das ist gar nicht so das größte Ding. Er muss den Turm rücken natürlich. Er rückt den Turm. Was hat er vor? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich hier hingehe. Was ist dann? Jetzt ist der Springertausch natürlich der nächste Schritt. Ja. Passiert auch. Keinen Quatsch machen. Das ist das Wichtigste. Keinen Quatsch machen, wirklich. Alter, ich habe schon Angst, wenn ich nur über diese Felder hover. Bei 11 plus bin ich. 11. Zwölf. Es ist eine einzige Springergabel gewesen, die dieses Spiel komplett verändert hat. Ich weiß nicht so ganz, was er vorhat. Plus 11, der eine Bauer schadet ihm nicht.
Oh, ich sehe gerade, ich darf jetzt einen Fehler nicht machen, nämlich irgendwas hier oben machen. Weil wenn er hier hingeht, dann kann er mir meinen Turm nehmen. Okay. Wichtig, das zu sehen. Ich bin unter 9 Minuten. Nicht, dass es jetzt zeitlich noch eine Sache wird, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Sonst hätte er mich nämlich gespießt, oder wie das heißt, ne? Gefesselt, weiß ich nicht. Ich glaube, gespießt tatsächlich in dem Fall. Ja, also kannst du machen, aber dann wirst du hier geschlagen, ne, Junge? Er gibt auf! Er gibt auf, oder sie. Ich bin das richtig sprachlos. Ich bin richtig, richtig sprachlos. Ich gebe trotzdem gute Partie. Ich habe gewonnen. Gegen den 1100. Das ist wirklich noch nie passiert. Wir können gleich mal in die Statistik gucken. Vielleicht einmal ein 1100er, aber ich wüsste nicht, dass der über 1140 gewesen wäre. Er gibt tatsächlich auf. Jetzt möchte ich es natürlich zu Ende spielen. Ich bin fast ein bisschen sauer, dass er mich nicht sich matt besetzen lässt, weil das hätte ich verdient gehabt, ohne Scheiß. Nach so einem Spiel. Alter. Ich habe ein fucking. Und das nach einer Woche nicht spielen, ne? Also irgendwie. Ich kann es euch nicht erklären. In einem Moment bin ich wacher gewesen und das war dann die Springergabel. 89% Genauigkeit ist natürlich super. 79% ist ja auch schon gut, aber. Verschenkt, ein Spieler hat den Sieg verschenkt. Ja, was ist denn das für ein Coach, Anton, der mich immer so in den Boden. Non, machen wir jetzt mal. Kein Bock mehr, ey. So. Überprüfung starten. Er macht kein gutes Spiel. Ja, also hier sind verschiedene Dinge geschehen. Ich finde, das habe ich ganz gut gemacht. Also laber mich nicht von wegen. Ja. Das war offenbar ein Fehler. Ist mir scheißegal, wirklich. Ist mir scheißegal. Guck mal, das ist ein Fehler. Das ist nämlich das Interessante an Chess.com. Das hier ist ein Fehler. Und das ist aber letzten Endes der Zug, der mich zum Sieg bringt. Also fickt euch mit euren Fehlern. Ich meine, es ist ein Fehler. Es ist ein Fehler. Ich erkenne auch warum. Weil, wenn er hier hinrückt, ganz normal ausweicht, dann, gut, dann kann ich ihn noch Schach setzen. Ja, okay, es ist nicht streng genommen nicht so ein Riesenfehler. Aber es ist ein kleiner Fehler. Aber wenn ich das nicht machen würde, dann hätte er die Möglichkeit, mich hier zu schlagen, entweder oder dann hier unten mit den beiden Figuren Überzahl zu haben gegen meinen. Ich sag einfach mal Überzahl, aber ihr wisst schon, was ich meine. Lustigerweise, ja, das ist wirklich Hardcore-Patzer. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach hier hingeht. Das ist für mich der naheliegende Zug. Das hier ist die Springergabel und das ist natürlich die Entscheidung an der Stelle. Da habe ich ein bisschen getauscht. Und da war es schon durch, ne? Die Anzeige hier sagt, kein Schlüsselmoment mehr. Ich habe es gewonnen ab dem Moment. Es ist wirklich unglaublich. Und was ich jetzt noch mache, ist tatsächlich das zu Ende spielen. Weil es ist ja so deutlich. Ich meine, wir hatten deutlich knappere Spiele. Muss man wirklich mal sagen. Aber es ist so ein deutliches Ergebnis am Ende, dass ich das problemlos wahrscheinlich sogar gegen den besten Computer wetten könnte, gegen den ich normal natürlich keine Chance hätte. Machen wir denn mal? Ja, natürlich das. Er würde mich schlagen, okay. Ich würde irgendeinen Quatsch machen. Natürlich, wie immer. So, machen wir so. Das würde ich so machen. Das würde ich so machen. Schach. Und noch kein Matt. Noch kein Matt. Noch kein Matt. Aber bald. Irgendwann dann hätte ich ein Matt. Und zwar jetzt noch nicht. Und zwar jetzt noch nicht. Aber gleich. Moment, einen Moment. Den hier würde ich machen. Er würde den machen. Und jetzt hätte ich ihn Schach. Nein, noch nicht Matt. Aber jetzt gleich hätte ich ihn dann. Ach, ich mache immer das Gleiche, ne?
Sowas. Sowas. Dann ist er Patt. Sowas. Und sowas. Alter, sei mal matt jetzt bitte. Es geht wirklich gerade nur zu Demonstrationszwecken. Sei nicht Patt jetzt oder sowas. Gar keinen Bock drauf. So. So. Und so. Perfekt. Super. Guck mal, Matt gegen den Top Elo. Also, das war jetzt nur fürs Ego. Vergesst das. Ich habe gewonnen. Und zwar ohne Patzer. Ein einziger Fehler. Und der hat mich letzten Endes zum Sieg gebracht. Also, es ist unglaublich. So ein wenig knappes Spiel hatten wir eine Ewigkeit nicht. Wirklich. Eine Ewigkeit. Es war so ein deutlicher Sieg durch diese eine einzige Springer, die das Spiel komplett entschieden hat. Natürlich, wenn die Dame weg ist. So, dann hast du gewonnen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe gegen so einen krassen Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass sie solche Fehler überhaupt noch machen. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Höchste Wert. Oh, doch. Nee, höchste Wert. Das ist meine Wertung. Oh, Moment. Krass. Meine höchste Wertung ist nur eins über dem, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt einen 1093er und ihr wisst, was es das heißt. Nächstes Spiel ist Finale. Fucking Finale. Es könnte sein, dass es vorbei ist nach dem nächsten Part. Ist das nicht unglaublich? Dann hätte ich das in mega kurzer Zeit irgendwie geschafft mit diesem 1100, wo ich nie wusste, ob ich das überhaupt schaffen kann. 1098 gewonnen. Yes, yes. Ist mir bekannt. Bester Sieg. Oh, doch. Okay. Ich habe doch schon mal gegen einen 1188er gewonnen. Aber ich glaube, auch da eine Aufgabe. Ne? Ich meine sogar eine sehr frühe Aufgabe. Irgendwie zwei Züge oder sowas und dann war es vorbei. Alter. Nice. Diese vier. Den vergiss mal. Aber diese vier waren ganz geil. Ich bin richtig stolz und froh, dass es irgendwie gerade geklappt hat. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass wir heute eine Klatsche kriegen. Und auch die nächsten paar Parts noch, aber es ist nicht so gekommen. Und jetzt sieht's nach dem Finale dieses Let's Plays aus. Es ist unglaublich. Bleibt dran, Leute. Bleibt dran. Ich melde mich. Und ich. Gott, das hat der Wendler letztens gesagt, ne, in diesem weirden Video. Ich darf nicht den Wendler. Oh mein Gott. Schneide ich das raus? Nein, das schneide ich nicht raus. Ihr wisst, dass der Wendler scheiße ist. So. Danke fürs Zugucken. Danke fürs Zugucken. Vielen Dank. Danke. Ich bedanke mich und ich freue mich so auf das vielleicht letzte Spiel. Es könnte sein. Aber es muss nicht sein. Mal gucken. Es wird sehr knapp und sehr schwer und geil. Ich freue mich. Ich freue mich einfach nur, wenn du siehst. Ciao. 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 Okay. Ciao. Ciao. Ich bin raus.